Ich weiß noch nicht, welches Werkzeug heute das Richtige ist. Keine Ahnung. Ich bin noch am Überlegen. Guten Morgen. Also ich habe eine Idee, aber mal sehen. Also ich habe eine Idee, aber ich weiß noch nicht, welche Werkzeuge ich benutzen soll. Und ja, ich könnte den Wischer hier so verwenden, aber gleichzeitig denke ich an noch ganz andere Dinge und ich habe einfach so viele Dinge im Kopf und deshalb fange ich einfach mal an. Ja, ich kritzel hier erstmal ein bisschen rum. Ich habe so eine Vorstellung von, ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also irgendwie schwankt das gerade und ich möchte eigentlich Wasser, aber irgendwie würde ich auch gerne auf eine Wiese. Ja, aber ich glaube, mit Wasser fange ich an. Super. Jetzt habe ich mir so viele Grüntöne hingestellt, aber kein Blau. Ich muss mal kurz Blau holen, warte mal. Ich glaube, ich wollte eher was Grünes haben, aber das ist es, was mir, glaube ich, gefehlt hat gerade. Das bringt mich jetzt in den Fluss, glaube ich, besser, weil irgendwie der Kopf will sich da immer durchdrängen. Und das ist doch jetzt total schön. Also damit schalte ich jetzt erstmal ab. Sehr flüssig, da kann ich jetzt gut so einen schönen Klecks Weiß dazu geben. Und spontan, tada, wird es heute mal das Werkzeug. Oh ja, das ist schön. Da kommen ganz tolle Muster bei raus. Auch wenn ich jetzt das so ziehe, vermischt sich natürlich toll die Farbe. Aber auch wenn ich, das muss ich gleich mal zeigen. Ich kann so schöne Wellen damit ziehen. Und wenn ich das nur so hochhebe. Wow. Ja, das ist doch richtig, richtig schön. Also das hätte ich mir jetzt. Ja, dann, ja, man muss es einfach machen. Man muss den Kopf ausschalten. Kannst du jetzt wunderbar erstmal nur rumspielen. Also tolle Muster entstehen dabei und da kommen so viele neue Ideen. Gerade wenn man das nur so sieht, wie schön das aussieht. Hier die Muster, fantastisch. Oder hier oben das tolle Gebilde, also einfach herrlich. Ja, aber jetzt gebe ich mal das Grün dazu. Weil eigentlich hing mir die ganze Zeit das Grün im Kopf und ja, die sieht doch auch super aus, oder? Mit dem Rot, das Blau, auch schön. Und jetzt das Grün, oh, es macht Spaß. Kann ich auch mein Grün, mein helles Grün noch verwenden? Das hatte ich mir nämlich hier hingestellt. Und ja, ich einfach auf, ne? Auch da diese wunderschönen kleinen Streifen und Muster, die dabei entstehen, und du durchbrichst da noch mal diese Fläche. Mach das ruhig, also probier das aus. Jetzt nehmen wir aber noch mal die Pappe.
Ja, ich habe die auch nicht weggetan. Also die wir da benutzt haben für das Gold und Rot, die kannst du auch weiterhin benutzen. Ich meine, in dem Video habe ich dir, glaube ich, schon viel erklärt. Hier sind so von der Folie noch so kleine Risse und von der Pappe sind dann Linien. Und ja, diese kannst du natürlich wunderbar verwenden, um da auch nochmal eine Struktur mit in die Farbe reinzuziehen. Was für schöne, ja, Linien und Spiegelungen da jetzt entstanden sind. Wow, oder kann man sich gar nicht genug, wie heißt es noch, satt dran sehen? Wie auch immer. Also ich finde es total schön. Gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich hier noch einen Rest lila oder pink. Naja, lila ist das eigentlich eher. Es war sehr dick, aber ich habe hier das Blau ist sehr dünn. Also mal gucken mit den unterschiedlichen Konsistenzen. Hier habe ich das sehr verdünnt. Da wird die Farbe bestimmt auch unterschiedlich mit sehr verlaufen. Moment, da ist Farbe drauf. Die muss ich erstmal abwischen, weil sonst nützt mir mein Lila nichts oder mein Pink. Dann wäre das nämlich gleich versaut. Also wisch dein Werkzeug sauber, auch wenn es nur eine Pappe ist. Kann ich das auch noch mal wieder verwischen? Also statt einem Pinsel kannst du natürlich auch das Werkzeug nehmen. Mit der Pappe geht das auch. Das werde ich nachher noch mal ausprobieren. Macht so viel Spaß. Ich komme richtig in Laune. Die Startblockade ist auch weg. Ob jetzt Wiese oder Wasser, ist auch völlig egal. Aber auch an das schöne Video denken, was schon im Kanal ist, wo ich den Fensterwischer genommen habe, was so wunderschön geworden ist, finde ich. Und denke, verlinke ich das nochmal. Denn das ist auch wieder alles unter das Video. Da guck einfach wieder rein. Da sind auch die Farben. Der schöne Farbton und der muss noch mal ein bisschen mehr rauskommen, finde ich. Der geht ein bisschen unter. Oh, und ich habe hier noch so ein tolles Grün. Das sieht jetzt aus wie so ein Seerosenteich. Finde ich für euch schön.
ist auch noch ein bisschen grün auf der Pappe. Die kann ich da einfach noch auch so mit reinziehen. Also nicht nur Farbe damit verwischen, sondern auch Farbe damit auftragen. Und ja, du kannst auch hier unten die Farbe richtig verwischen, also wie mit einem Pinsel arbeiten. Genauso wie mit der Maurerkelle oder Kelle kannst du damit eben auch wunderbar mit Pinsel oder Pappe kannst du das auch so verblenden. Ein Türkis darf auch nicht fehlen. Ja, zuerst hat mich der Kopf ein bisschen gestört, weil er wollte sich durchsetzen. Aber ja, das Gefühl, doch, was irgendwie da war, nicht zu ignorieren, das ist ja, glaube ich, auch die Kunst in der Kunst, eben das rauszuholen und zuzulassen, was da so kommen will. Und ja, ich freue mich total. Es hat so Spaß gemacht. Es war sehr, sehr schön. Das Licht blendet leider total. Also man sieht eigentlich gar nicht so richtig die ganzen Farben. Ich guck mal, dass ich dann nachher dann nochmal das anders filme. Jetzt mache ich erstmal Werkzeuge sauber. So ist alles weggestellt. Hier ist mein Button, den ich schon ganz lange habe. Jetzt habe ich ihn endlich aufgehängt. Also hier verpacke ich gerade noch Kunstwerke und will noch die Bücher signieren. Also ja, ich freue mich über alle Interessenten und freue mich total über die Käufer und alles. Also es ist voll schön und über das Bild freue ich mich jetzt auch. Ich freue mich, dass du jetzt auch zu deinen Farben greifst und auch anfängst und du siehst, du kannst, ich habe ja das ganze Video auch, wo ich nur mit der Pappe male. Also du brauchst nicht die ganzen anderen Werkzeuge. Wenn du sie hast, nimm sie, probier sie aus. Greif einfach danach, wonach dir gerade ist. Ja, das sind auch eine meiner Lieblingswerke. Das mag ich total gerne. Das Video ist auch im Kanal und ich habe jetzt auch Drucke davon. Ja, also ich freue mich voll und genieße du deinen Sonntag jetzt und fang an zu malen. Mach's dir gemütlich und schön, dass du da bist. Mach's gut. Tschüss. Im Buch findest du viel zu dem Werkzeug, dem Fensterwischer oder auch dem Spachtel. Da sind Tipps und Übungen drin. Und ja, wenn du dich da einfach auch nur mit einer Pappe bewegen willst, dann mach das einfach. Du siehst, man kann durchs Experimentieren immer weitergehen und ja, den Kopf immer weiter ausschalten und so die Gefühle so zulassen. Und das ist ja eigentlich auch das, worum es in der Malerei geht. Also nicht nur vom Kopf irgendwas produzieren, was am Ende toll aussieht oder aussehen soll, sondern eben auch sich mal gehen lassen und ja, sich entwickeln und weiterentwickeln und entwickeln, ja. Also du weißt, bei mir geht es immer mehr als nur um Technik, sondern zu der Malerei gehörst du.
und da ist jeder individuell. Also schön, dass du hier bist. Danke, dass ich das hier so machen darf, dass du mich dabei unterstützt und dass wir hier unsere gemeinsame Sprache ja auch weiterentwickeln und immer mehr auch in die Tiefe gehen. Also vielen Dank dafür und hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.